Das ist Katrin Neideks Problemfall, der Bauch ihres Mannes. Früher war es schön, wenn ich ihn umarmt habe, konnte ich ihn komplett in den Arm nehmen und ja, heute ist halt immer der Bauch dazwischen. Deswegen hat sie sich ohne sein Wissen an uns gewandt und wir haben ihn dabei. Fitness- und Ernährungsberater Marcel Nowotny soll Ruben zeigen, wie die Plauze kleiner wird. Los geht's am Kühlschrank. Alles über 250 Kalorien pro 100 Gramm fliegt raus. Und auch Flüssiges, wie die Milch in Rubens Kaffee, steht auf der Gefahrenliste. Das sind jetzt 62 Kalorien. Das ist zwar jetzt im grünen Bereich, aber flüssige Kalorien nimmt man viel schneller zu sich und sind grundsätzlich Dickmacher. Genauso wie die geliebten Energy Drinks mit jeweils rund 40 Kalorien pro 100 Milliliter. Drei Dosen trinkt er eigentlich mindestens am Tag. Das sollte weniger werden. T-Shirt auch gleich. Jetzt kommt die ungeschönte Wahrheit. Ja, da müssen wir jetzt durch. Ruben wiegt bei einer Körpergröße von 1,75 genau 87,7 Kilogramm. Der Taillenumfang liegt bei 107,5 Zentimetern und der Körperfettanteil bei 28,5%. Unter 25 wäre Normalgewicht. Da will er hin und bekommt dafür jeden Tag einen Trainingsplan, der es in sich hat. Ich habe so Schmerzen im Nacken. Mir schmerzt die Schulter, mir schmerzt der Rücken. Die Waden ziehen. 14 Tage muss er jetzt täglich ein Workout machen und seine Familie filmt das Ganze für uns. Ruben, dein Workout ist zu Ende. Wie geht's dir? Ich sterbe. Nach einer Woche kommt's noch dicker. Trainer Marcel wird krank und schnell wird aus Bauch weg Ruben wieder Energy Drink Ruben. Ja, wie ihr seht, waren wir einkaufen. Erste Mal gab's ganz frisch Energy Drink. Dann hat sich natürlich die Katze bequem gemacht. Ja. Von Ruben weit und breit nichts zu sehen. Nach 14 Tagen machen wir den Check, ob es trotz der Schwächephase gereicht hat. Und das Ergebnis lässt sich sehen. Zwar hat er insgesamt nur 1,5 Kilogramm verloren, allein der Taillenumfang hat sich aber um 8 cm verringert. Außerdem ist der Körperfettanteil auf 24,8% gesunken und damit im Normalbereich. Er ist am Ball geblieben, hatte dann die Motivation selbst für sich auch gefunden, um da einfach weiterzumachen, auch ohne Personal Trainer. Und man sieht auf jeden Fall ein Ergebnis, ja. Ein riesiger Erfolg, der automatisch zu weiterer Motivation führen müsste. Und vielleicht purzeln ja auch ohne Hilfe weiter die Kilos.